Der Ausflug ins Gebirge. Ich weiß nicht, rief ich ohne Klang, ich weiß ja nicht, wenn niemand kommt, dann kommt eben niemand. Ich habe niemandem etwas Böses getan, niemand hat mir etwas Böses getan, niemand aber will mir helfen, lauter niemand. Aber so ist es doch nicht, nur dass mir niemand hilft, sonst wäre lauter niemand hübsch. Ich würde ganz gern, warum denn nicht, deinen Ausflug mit einer Gesellschaft von lauter niemand machen. Natürlich ins Gebirge, wohin denn sonst? Wie sich diese niemand aneinander dringen, diese vielen quergestreckten und eingehängten Arme, diese vielen Füße durch winzige Schritte getrennt. Versteht sich, dass alle in Frack sind. Wir gehen so lala, der Wind fährt durch die Lücken, die wir und unsere Gliedmaßen offen lassen. Die Hälse werden im Gebirge frei. Es ist ein Wunder, dass wir nicht singen.